Hallo ihr Lieben, ich gehe jetzt mit Kai das erste Mal zum Friseur mit über einem Jahr und ich dachte, ich zeige euch mal als erstes, wie seine Frisur im Moment aussieht und dann zeige ich euch natürlich das Endergebnis. Ich weiß nicht, ob ich beim Friseur filmen kann, mal schauen, aber ja, seid gespannt. Wir waren jetzt mit Kai beim Friseur und ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen, wie man sieht. Ja, es gab beim Friseur leider keine Klimaanlage und es hat so um die 30 Grad und ich habe dann so einen Mantel rumbekommen und Kai auch. Und er ist bei mir auf der Schoß gesessen und sie hat ihm die Haare geschnitten und ihm so einen Lockenwickler gegeben und er war wirklich total brav. Also er hat manchmal so geschaut, weil wir auch seitlich abrasiert haben. Sie meinte überhaupt, wir müssen erst schauen, ob es geht mit dem Abrasieren, weil viele Kinder es gar nicht zulassen. Aber Kai war total brav und ich finde, die Frisur ist richtig gelungen. So sieht Kai jetzt nach dem Friseur aus. Wir konnten sogar mit der Maschine schneiden lassen. Und ja, vielleicht nicht unbedingt am heißesten Tag Haare schneiden gehen. Es ist aber auch so, dass gerade Löwe ist und bei Löwe soll man die Haare schneiden, dann wachsen sie dichter und besser und auch schneller angeblich. Und das war mir persönlich sehr wichtig. Ich schaue da immer im Internet nach, wann ein guter Mond ist zum Schneiden. Klingt vielleicht freaky, aber ich mache es so. Ihr könnt mir gerne schreiben, auf was ihr achtet und ich springe jetzt in den Pool und wünsche euch einen tollen Tag.